Don't be scared. We see the stars. I'll take you there. But first, baby girl, I need you to drop it low. Ja Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner FIFA 17 Spieler Predictions. Die Folge ist bei euch ja richtig gut angekommen, hat ungefähr, ich glaube 33.000 Klicks erreicht und dazu auch noch über 2.000 Likes. Dafür erstmal ein fettes Danke, wenn wir diese Folge wieder mit 2.000 Likes hier schaffen könnten. Das wäre auf jeden Fall ziemlich fresh, also drückt wieder auf den Like-Button, würde mich freuen, dann gibt es auch mehr von der Serie. Ihr wisst Bescheid, aktive Liker, aktive Videos, so muss es sein, Montestyle. Ihr wisst Bescheid. Und heute habe ich mir was Besonderes überlegt. Und zwar schauen wir uns heute mal 3 Legend-Karten an. Letztes Mal hatten wir ja 5 Bundesligaspieler, ein bisschen jüngere, die sich so am meisten mit verbessert haben, auch ihren Marktwert steigern konnten. Ist am nächsten natürlich dann genau an dem Tag in die englische Liga gewechselt. Aber war das mit die Bundesliga? Spieler-Prediction ist auch nicht ganz richtig. Also kümmern wir uns heute mal um 3 Spieler, die eigentlich gar nicht mal aktiv spielen, aber es mal richtig gut getan haben. Und deshalb meiner Meinung nach in FIFA 17 eine Legend-Karte definitiv verdient hätten. Und dann schauen wir uns mal an, was ich denen dann eben für eine Legend-Karte geben würde. Man weiß natürlich jetzt nicht, ob die tatsächlich in FIFA 17 dann tatsächlich als Legend-Karte dann auch reingenommen werden, aber wir können uns das ja trotzdem anschauen. Ich hab's euch gesagt, ne? Spieler-Predictions macht dann immer ein bisschen heiß auf FIFA 17. Wir müssen da noch ungefähr 7 Wochen warten und bis dahin, ihr wisst Bescheid, mache ich halt solche Serien, damit wir ein bisschen heiß werden. Und ich würde sagen, dann schauen wir uns mal die erste Legend an, die ich hier für euch erstellt habe. Grüße gehen natürlich wieder raus an meinen Designer. Ich verlinke euch mal eben kurz seine Instagram-Seite. Hier werdet ihr jetzt auch gleich eben eingeblendet sehen. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Link ist in der Beschreibung. Macht richtig coole Artworks und Designs. Grüße gehen raus an dich. Vielen Dank und ich würde sagen, dann starten wir mit der ersten Legend rein. Ja, Freunde, die erste Legend, die wir uns heute angucken werden, ist David Beckham. Auf jeden Fall eine absolute Legende und wirklich schade, dass er bis jetzt noch keine Legend-Karte in FIFA hat. Hat, glaube ich, in FIFA 13 auch noch eine normale Ultimate-Team-Karte gehabt. Ich weiß nicht, ob es in FIFA 14 auch so war. Ich meine, FIFA 13 war seine letzte Ultimate-Team-Karte, beziehungsweise das letzte Mal, wo er in dem FIFA vertreten war, hat seine Karriere dann ja bei Paris Saint-Germain beendet. Vorher war er noch bei Los Angeles Galaxy, also LA Galaxy, Real Madrid und Manchester United. Also der hat einiges an Vereinen abgeklappert, hat insgesamt 5-mal die englische Meisterschaft geholt, ist natürlich auch Champions League-Sieger geworden, 2-mal englischer Pokalsieger, dazu noch einmal spanischer Meister und einmal spanischer Superpokalsieger. Also der hat so gut wie alle Titel gewonnen, die es gibt, und was eben ganz besonders ist, der war sowohl in der Nationalmannschaft gut, als auch bei den Vereinen, das heißt Manchester United und Real Madrid, in den 2 größten Ligen der Welt, in England und in Spanien. Mittlerweile hat die Bundesliga aufgeholt, aber es sind immer noch mit die größten Ligen der Welt. Hatte dazu seinen höchsten Marktwert im Jahre 2004 mit insgesamt 40 Millionen Euro, was für damalige Verhältnisse super viel war. Ich glaube, er ist mal irgendwann gewechselt für 37,5 Millionen, irgendwie so war das, 37, 38 Millionen im Jahr 2003. Ich will nicht wissen, was ein David Beckham heute kosten würde, aber er war noch ein bisschen jünger. Auf jeden Fall unglaublich kranker Spieler, hat in seiner Karriere dann insgesamt zwar nur 125 Tore erzielt und das innerhalb von, ich glaube, 700 Spielen oder sowas. Aber Freunde, der hat Vorlagen gemacht und deshalb komme ich hier auch auf 94 passen. Das war unglaublich. Meine Werte für David Beckham, ich habe ihm eine 91er Karte gegeben, 76 Pace, der schnellste war er auf jeden Fall nie, aber Freistöße und Passen, da war der Typ auf jeden Fall brachial. Deshalb haben wir hier 87 Schießen und 94 Passen. Passen kann vielleicht sogar noch höher gehen, auf 95, 96. Also der Typ, müsst ihr euch mal Videos angucken. Der hat Flanken und Pässe geschlagen wie ein junger Gott. Dribbling war er auch sehr gut, da würde ich ihm 85 geben. Verteidigung hat er dann sich über die Jahre auch noch dazu geeignet, weil er dann hinterher, als er schon ein bisschen älter war, eher zentral im Mittelfeld gespielt hat, damit er nicht mehr so viel laufen musste. Und Physik 81, da kann man, denke ich mal, auch einen ganz guten Wert geben. So um die 80, 81, vielleicht auch 79, aber sowas um den Dreh. Er war schon physisch auch ganz gut dabei und ich würde sagen, das ist meine David Beckham Legend-Karte. Ja, Freunde, kommen wir zur zweiten Legend-Karte für diese Episode und das ist eine absolute deutsche Legende, die unverständlicherweise im Vergleich zu Lehmann keine Legend-Karte hat und das ist natürlich Oliver Kahn. Der Typ ist sowas von krass. Sowas von krass. Oliver Kahn, 8-mal deutscher Meister geworden, 6-mal deutscher Pokalsieger, Champions League-Sieger natürlich auch, wo er die 2 oder ich glaube 3 Elfmeter sogar im Finale gehalten hat. Also der Typ unglaublich. Ich glaube, 3 Elfer hat er sogar gehalten. Er hat insgesamt 557 Bundesliga-Spiele gemacht, 103 Champions-League-Partien und 68 DFB-Pokalspiele. Also das waren jetzt so die wichtigen Spiele, die er gemacht hat. Kommt insgesamt auf 776 Spiele für den FC Bayern München und den FC Karlsruhe, wo er ja früher gespielt hat. Des Weiteren hat er auch noch sehr, sehr erfolgreich in der Nationalmannschaft gespielt. Bisschen tragisch natürlich der Moment damals, Brasilien, WM 2002, Super WM gespielt. Und dann im Finale den kleinen Fehler da gemacht. Aber gut, der Typ war absolut krank. Er hat einfach in 631 Spielen bei Bayern 247 Mal zu 0 gespielt. Hat in 631 Partien mit den Bayern nur 591 Gegentore bekommen. Das heißt, der Typ bekommt einfach pro Spiel weniger als ein Gegentor. Und ich glaube, da machst du als Torwart nicht so viel falsch. Ich habe ihm hier eine 91er-Karte gegeben. 91 Diving, 92 Handling, 90 Abschluss. Da war er auch wirklich sehr stark. 90 Reflexe, 63 Tempo. Damit holt er meistens nicht so viel. Und 88 Positioning. Das sind alles sehr, sehr allround super Werte. Also vor allem bei Reflexen und eben Diving. Also Flugparaden war er super, super stark. Hat die Bälle auch sehr oft festgehalten. Eigentlich fast nur festgehalten. Deshalb auch hier 92 bei Handling. Also der Typ war eine Granate. Ich könnte mir vorstellen, dass ungefähr so dann die Werte für Oliver Kahn aussehen werden. Ich würde mir eine 91er-Karte geben, wenn er dann in FIFA 17 eine Legend-Karte bekommt. So, Freunde, kommen wir zur dritten und letzten Karte. Und der Typ verkörpert den Status Legende. Ist natürlich kein geringerer als Ronaldinho. Und was kann man über den Typ sagen? Er war eine absolute Granate. Bei Barcelona sowieso, bei Mailand auch und vor allem in der Nationalmannschaft. Hat natürlich die Champions League gewonnen, ist Weltmeister geworden mit diesem starken brasilianischen Team, damals von 2002, also der Typ ist einfach nur, er ist einfach nur krank. Ronaldinho ist einfach heftig, das muss man ganz klar so sagen, der Typ ist komplett durchgedreht damals in seiner Zeit, vor allem bei Barcelona, hat in seiner La Liga-Zeit in 145 Spielen 70 Tore erzielt und 38 Scorerpunkte, das heißt auf 145 Spielen hat er 108 Torbeteiligung. Das muss er erstmal schaffen, war natürlich ein Dribbelkünstler wie kein anderer, also was der für Tricks gemacht hat, holy shit, der Typ war so heftig. Also ich würde ihm hier eine 94er-Karte geben, 85 Pace, am Ende, vor allem zum Ende hin war er nicht mehr so schnell, da ist er im Fall förmlich nur noch über Platz getrabt und hat da so ein bisschen El Skillerino gemacht, aber zu seinen Hochzeiten war er schon wirklich sehr, sehr schnell. Natürlich, was bei Ronaldinho schade war, denn der so alt ist der ja noch gar nicht. Der ist jetzt 36 und spielt seit 4, 5 Jahren eigentlich fast gar nicht mehr. Also der hätte noch eigentlich deutlich länger spielen können. Irgendwann hat dann sein Körper Nein gesagt. Gab ja auch immer so ein bisschen Gerüchte, ne? Ob der vielleicht so ein bisschen verbotenes Zeug zu viel nimmt. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Also Ronaldinho, schade, dass er nicht so lange durchgehalten hat, dieses Top-Niveau. Aber da, wo er es gespielt hat, da war er schon richtig krass. Also ich würde sagen, wenn du Weltmeister und Champions-League-Sieger wirst, dann ja, sollte das schon was bedeuten. Also 91 Schuss hat er sich auch verdient. Hat zum Beispiel in der brasilianischen Nationalmannschaft 98 Spiele und da 33 Tore erzielt. Also war er auch wirklich sehr, sehr treffsicher und das eben als Zehner. Das ist wirklich ein verdammt guter Wert. 87 Passen, hat natürlich auch unzählige Tore vorbereitet. Aber sein Hauptaugenmerk lag natürlich auf den Dribblings und da war er einfach eine absolute Granate. Ronaldinho, einer der Spieler meiner Jugend, muss ich ganz klar sagen. Also der Typ ist eine Granate, jeder, der den Spielen gesehen hat, der weiß, da hast du was erlebt. Ist eigentlich genauso wie Messi und Ronaldo jetzt. Ich würde ihn jetzt nicht ganz so stark wie vielleicht Messi oder Ronaldo sehen, aber zur damaligen Zeit war der schon absolute Weltklasse. Und der Typ hat sich natürlich auch einiges an Popularität dann auch verdient. Ist zweimal insgesamt Weltfußballer geworden und das absolut verdient. Und das war's dann auch mit meiner Ronaldinho-Karte. Ich würde ihm 94er Rating geben. Wenn Messi vielleicht mal irgendwann eine Legend-Karte gibt, würde ich ihm vielleicht dann sogar 95 geben. Aber ich glaube, Ronaldinho hätte die 94er-Karte Standpunkt jetzt definitiv verdient. Ich hoffe, euch haben meine Legend-Predictions gefallen. Das waren sie jetzt auch heute mal wieder. Nur 3 Spieler. Ich denke mal, das System geht aber auch ganz klar. Ich mache entweder mal 3 oder 5 Spieler. Muss ich mal schauen. Wo ihr mehr Bock habt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und schreibt gerne rein, was ihr als nächstes sehen wollt. Wieder eine normale Spieler-Predictions oder Legend-Predictions. Was auch immer. Oder vielleicht mal ein ganzes Team. Das müssen wir uns dann mal anschauen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Schaut bei meinem Designer vorbei. Und macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Morgen kommt wieder Karriere mit City. Ciao.